Ist jemand zu Hause? Ich falle in Ohnmacht. Die Leichen befanden sich im Haus von Miss Tate und ihres Ehemannes, dem Regisseur Roman Polanski. Die Opfer waren seit ca. 12 Stunden tot. Mein Ehemann Roman und ich haben vor kurzem dieses wunderschöne Haus oben in den Bergen von Hollywood gemietet. Sie könnten auch sagen, ich lebe in einer Märchenwelt. Ich habe nichts von dem geplant, was mir passiert ist. Ich möchte Terry Mercer sprechen. Ich habe ihm schon mal gesagt, dass Sie hier falsch sind. Er wohnt nicht mehr hier. Wer ist das? Charlie irgendwas. Nur ein Spinner, der immer herkommt und Terry Mercer sucht. Der hat ihm angeblich einen Plattenvertrag versprochen. Okay, Sie waren in diesem Haus. Wir wollten nicht, dass du dich sorgst. Ihr habt nie daran gedacht, die Polizei zu holen? Denkst du ehrlich, wir würden zulassen, dass dir irgendwas passiert oder deinem Baby? Nein! Oh mein Gott! Hilf mir! Roman, ich hab solche Angst. Ich hab die furchtbarsten Träume, seit ich hier bin. Es gibt einen Mann namens Charlie. Ich halte ihn für den Anführer von einer Art Kult. Sie kommen zu allen möglichen Zeiten her und hinterlassen Bänder. Weil sie uns alle hier drin töten wollten. Es war nur ein Albtraum. Es war ein furchtbarer, aber das ist auch alles. Interessant. Nun, dieses Band enthält unterschwellige Mitteilungen. Pretty girl.